Pornohersteller müsste man sein. Da kriegst du die schönsten Frauen serviert, so ungefähr. Ich habe mich wiedergefunden, wirklich in einem Raum mit 30 Männern. Die erste Disziplin ist Anblasen. Ja. Glaubst du, den Frauen bei euch in der Szene geht es gut bei dem, was sie machen? Als Mann hast du zu funktionieren. Das ist einfach so. Das wird von dir erwartet. Nicht Bodo machst du heute anal, sondern Bodo, du machst natürlich anal. Schaust du selber Pornos? Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich habe heute wieder ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Wir treffen heute einen Pornodarsteller. Aber bevor es losgeht, kommen wir heute erstmal zum Faktencheck. Pornodarsteller sind Personen, die meist für Geld sexuelle Praktiken in einem Videofilm ausüben. Die Darsteller müssen volljährig sein, denn der Besitz, die Verbreitung oder die Produktion von jugendpornografischem Material ist hier in Deutschland strafbar. Im Durchschnitt schauen Kinder und Jugendliche das erste Mal mit circa 14 Jahren Pornos. Das Ganze ist aber erst ab 18 erlaubt. Deshalb jetzt mal die Frage an euch da draußen: Wann habt ihr das erste Mal einen Sexfilm gesehen? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet, wir gehen los und treffen Bodo. Oh, Moment, stopp. Habt ihr den Kanal schon aktiviert? Ich habe es fast vergessen. Aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. Das Ganze ist kostenlos, es sind 2 oder 3 Klicks. Ich freue mich tierisch darüber. Vielen, vielen Dank an alle da draußen, die das schon gemacht haben. Und jetzt bin ich schon weg. Ciao, ciao. Hallo, hallo, hallo. Ja, hi, Leroy. Ich grüße dich. Alles klar bei dir? Auf jeden. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die ich noch gar nicht kenne? Okay, klar. Yo, peace out in die Welt. Ich bin's, der Bodo. 37 Jahre alt geworden mittlerweile schon. Und Freigeist, Abenteurer, Lebenskünstler. Hallo, ein bisschen so von Berufs wegen. Und aber heute auch da wegen dem Beruf, ne? Was machst du nochmal? Ja, ich mach diese Sucky-Fucky-Geschichten. Bodo ist Pornodarsteller, Freunde. Ich werde dir heute einige Fragen zu diesem Thema stellen. Ich hoffe, ne, da ist nichts dabei, was dir zu nahe geht. Wenn da was sein sollte, sag's mir bitte. Ne? Musst du nicht beantworten. Aber ja, du musst heute auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, es wird heute extrem, Freunde. Also bleibt bis zum Ende dran. Wenn du bereit bist, legen wir los. Let's rock it. Dann erzähl mir doch mal als allererstes, wie bist du überhaupt darauf gekommen, Pornodarsteller zu werden? War das schon immer so dein Lebenstraum oder was hast du dir als Kind so vorgestellt, was du mal wirst? Also als Kind war es tatsächlich so früher, ich wollte sogar alles Mögliche schon mal werden. Eigentlich Schauspiel ist oder so, das ist da noch nie groß thematisiert worden bei mir. Aber interessanterweise habe ich mich trotzdem immer in so Sachen wiedergefunden. Wie in der Schule damals war ich komischerweise auf einmal in der Theater AG, hatte da so eine Hauptrolle bekommen. Oder im Ferienlager auch in einer Schauspiel AG dann da so. Also irgendwie war es witzigerweise immer wieder so Etappen in meinem Leben, die das dann doch gemacht haben. Aber ich habe nie gedacht, dass ich jetzt mal Pornodarsteller werde oder so. Aber so ein bisschen auf der Bühne, in der Öffentlichkeit und so, war schon immer so dein Ding. Also da hast du da auch Spaß dran gehabt, so, wenn du solche Theater AGs und sowas machst, gehe ich heute davon aus. Ne? Okay, und einfach die Leute zum Lachen zu bringen. Das war irgendwie okay. So, ich war immer so irgendwie schon der Klassenclown so. Okay. So einen Eindruck machst du auch. Okay. Das heißt, dem bist du dann so ein bisschen nachgegangen und irgendwann bist du aber dann halt nicht mehr in diesem Schulalter, sondern wirst du dann auch erwachsen, musst du überlegen, okay, was will ich machen? Womit verdiene ich am Ende auch mein Geld? Genau. Ich saß mit meinem damalig besten Freund, also immer noch ein guter Freund von mir. Ja, quasi auf After Hour nach einer Party und was lief? Ein Porno. Und dann hat der mich nur so angehauen und sagte so, hey, Alter, überleg doch mal, Pornodarsteller müsste man sein. Dein bester Freund hat dich darauf gebracht. Genau. Er sagte so einfach, überleg doch mal, da hast du doch dieses Problem. Ich hatte nämlich gerade so diesen Kopfweg von wegen, oh Mann, ich war so wie ein Liebeskummer, so mehr oder weniger. Und der wollte mich eigentlich nur aufmuntern, damit sagte so, ey Alter, überleg mal, Pornodarsteller müsste man sein. Da hast du doch das Problem alles gar nicht, da kriegst du die schönsten Frauen serviert, so ungefähr. Und dann dachte ich so, yo. Da ich eh ein Mensch bin, Leroy, der möchte alles im Leben einfach mal ausprobieren, hatte ich mir immer schon gesagt, einfach mal alles machen im Leben, weil das Leben ist kurz und man will doch was erleben. Ne? Ja, und deswegen habe ich es einfach gesagt und getan
Okay, Bodo, dann musst du mir jetzt mal erklären, weil ne, die Idee ist ja wunderschön, die hatten vielleicht auch schon viele, dass man sagt, okay, ich sattel jetzt dahingehend um und werde da super erfolgreich mit. Ne? Aber eine Umschulung. Ja, eine Umschulung, genau. Aber ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie stößt du das an? Rufst du dann da an und dann bist du da drin? Also der Startschuss, den habe ich noch an demselben Tag auf derselben After Hour quasi gesetzt, nachdem wir da uns noch, das war noch ein Sonntag, ich hatte auch, wie gesagt, ein langes Wochenende hinter mir und habe dann noch im halben Nebel sozusagen mein Laptop aufgemacht und habe tatsächlich im Internet ganz gegoogelt, Pornocasting. Ja, bin dann irgendwo auf einen Namen gestoßen, den ich schon mal gehört hatte. Und dann dachte ich, okay, ja, und dann konnte ich da auch eine kleine Kurzbewerbung hinschicken, quasi auch mit normalen Bildern. Nein, kein Schwanzfoto angeheftet, sondern einfach nur normal. Ist so von mir halt. Und dann hatte ich das schon wieder vergessen. Ich bin dann wirklich schlafen gegangen und Montags, Dienstags waren früher immer für mich die todesten Tage nach so einem heftigen Wochenende. Dann irgendwie Ding gar nicht aufgemacht, den Laptop. Und dann irgendwann Mittwoch oder so, zufällig, eine E-Mail? Eine E-Mail von diesem Label. Ja, vielen Dank für die Bewerbung, wir laden dich hier ein, dann kommendes Wochenende oder so, oder ein Wochenende später oder sowas, auf jeden Fall in kurze Zeit haben die mich dann eingeladen. Ich weiß auch, ich bin ein ganz normaler Typ, ich hatte jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, ich wurde auch nicht entdeckt, weil ich jetzt mit dem Ding an der Tür klingeln kann oder sowas, sondern es war einfach nur, okay. Bodo, dann sag mir doch mal, wie läuft so ein Casting ab? Also so ein Casting, Schauspielcasting, habe ich glaube ich selber auch schon mal erlebt so, und kann mir das ungefähr ausmalen. Ne, da musst du 2, 3 Szenen irgendwie spielen, musst dich vielleicht auch darauf vorbereiten und das dann präsentieren vor der Jury. Und worauf kommt es denn dann bei so einem Casting an? Ja, bei so einem Casting, lieber, kommt es auch auf die Kernkompetenz halt an, was man da dann vor der Kamera machen muss. Nämlich Sex haben. Und ich glaube, das ist auch die, die Schwierigkeit an der ganzen Sache. Für viele, für mich war es, ich war ja auch ganz neu dabei. Und ich habe mich wiedergefunden, wirklich in einem Raum mit 30 Männern. Einer Darstellerin, die war schon so genüsslich an ihrem Sektglas am Nippen. Und der Produzentin, das war auch eine Frau. Und irgendwie Kameramann und sowas halt. Ja, und dann erstmal so ein bisschen gequatscht. Ich habe mich auch mit der Darstellerin gleich am Anfang so zufällig ganz gut unterhalten gehabt. Was ich auch bis heute immer versuche zu bewahren, immer eine sympathische, freundschaftliche Grundbasis aufzubauen. Mhm. Leroy, wie es anfing, war es 30 Männer im Halbkreis. Da sagte die Produzentin dann so, ja, so Männer, ihr habt jetzt genau hier das Mädel. Die erste Disziplin ist anblasen. Ja? So, das heißt, das Mädel geht jetzt rum, natürlich nach Gesundheitscheck und sowas alles. Das ist ja Ehrensache. Das frage ich mich, wollte genau. Ich die ganze Zeit wissen. So. Also das wird erst natürlich gemacht. Entschuldigung, dass ich das vergessen hatte. Das war jetzt so. Ich wollte jetzt zum so gesehen interessanten Teil kommen, weil vorher vor dem Dreh ist natürlich ganz elementar wichtig, dass man immer vorher erstmal die ID-Shots und das alles macht, also dass wirklich jeder, es geht sogar so weit, dass heute teilweise vor einem Dreh ein Interview, so wie wir uns jetzt stattfinden, ja, ich, bürgerlicher Name dann gesagt, bin heute hier an dem und dem da und ich erkläre mich dazu bereit, dass ich jetzt hier gleich vor der Kamera Sex haben werde. Nein, ich stehe nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen oder Medikamenten, mache das aus freien Stücken, werde nicht dazu gezwungen und so und so und so. Und ich habe hier meinen medizinischen Volltest, dass ich auf jeden Fall aktuell auf alle gängigen Geschlechtskrankheiten getestet bin. Okay, genau. Okay, krass. Das ist absolut. Das wäre jetzt direkt meine Frage gewesen, weil ne, wenn sie sich bereit erklärt, euch zu casten, was eure Qualitäten in der Hinsicht sind, ne, dann ist das natürlich ja auch eine heiße Nummer, wenn ihr da als fremde Männer, wie viel? 30 hast du gesagt? 30, ja. 30 fremde Männer. Da kann ja alles dabei sein, wenn du so willst. Ne? Das muss vor jedem Dreh gewährleistet sein und musste dann auch vor diesem Casting sein, damit ihr da alle getestet werden können. Genau, ungeschützt agieren. Was war das für ein Gefühl, so zum ersten Mal
Vor allem in einer Runde mit 30 Männern. Ihr wart dann alle splitterfasernackt. Splitterfasernackt, genau. Wir standen alle da rum und vor allen Dingen vorher nicht an der Flöte spielen oder sowas. Ne? Mhm. Den schon sozusagen, also Frühstart durftest du nicht machen. Ne? Mhm. Weil das war jetzt wirklich so, diese Darstellerin, die hatte 2 Minuten Zeit und der Mann natürlich auch, damit in eurer Symbiose, sage ich mal, ja, die Flöte steht. So. Obwohl da so viele Leute zugucken. Obwohl da so viele Leute zugucken, obwohl eine Kamera drauf gerichtet ist, obwohl, wie gesagt, das ist einfach das Ding. Und das ist auch genau die, you know, that's the point. Okay, also ich stelle mir das ja sowieso schon sehr gruselig vor. Völlig fremd wäre mir das, so, ne, sich so vor anderen Leuten komplett ausziehen, gerade wenn es irgendwie um was Sexuelles geht dann am Ende. Ne? Aber du scheinst das ja irgendwie gemeistert zu haben, diese 30er-Runde, ne? Ja. Wie schwer war das? Sei mal ganz ehrlich. Da sind so gewisse Skills. Ein bisschen habe ich vielleicht von Natur aus, dass ich so relativ, ja, froh Natur-Typ bin und hatte glücklicherweise neben mir auch einen heute mit besten Freund, der war so, und wir haben uns auch gleich gut verstanden so und hatten einfach so unter uns so ein bisschen einfach so ein paar unter uns so kleine Witzchen gemacht oder so. Also wir waren irgendwie locker aufgeheitert so. Daher war auch wahrscheinlich diese Anspannung oder diese Aufgeregtheit weg. Plus, dass ich ja vorher schon mit dem Mädel mich gut unterhalten hatte, eine Sympathie da war. Und ja, als ich dann an der Reihe war, also viele sind, wie gesagt, kein Hochbekommen, oh, schon abgespritzt, kein Hochbekommen, ich sag das einfach mal, sorry, die Porno-Talk, ja. Also und dann sagte die schon die Produzentin, ja, bleibt denn heute überhaupt irgendeiner übrig oder so, ne? Ach, das, also die, das, wenn da, ne, keine Erektion entsteht und vielleicht die Erektion zu schnell wieder vorbei ist, das waren durchgefallen. Genau. Das sind Ausschlusskriterien. Also deswegen, ich hatte ganz klar gesagt, pass auf, Männer, habt ihr jetzt 2 Minuten Zeit, das Ding muss stehen, aber ihr dürft noch nicht gekommen sein. Und als sie dann halt anfing, dann habe ich einfach den Fokus darauf gelegt, wie ich es jetzt auch privat mich darauf konzentrieren und freuen würde. Ist doch was Schönes. So, wow, ja, von einer schönen Frau wirst du gerade befriedigt. Wunderbar. So. Und das Wichtigste vor allen Dingen auch ist für mich immer, dass der Frau auch Spaß macht. Und ja, ich bin dann auch an den Bus gegangen und habe sie auch ein bisschen so passiert. Und dann sehe ich halt, ach, bei ihr wird auch was hart. Ne? Also, und dann dachte ich mir, ey, super, das war dann so der Ausschlag. Bumm, hat geklappt, Wunderbärchen. Ja, aber ist ja, also ich finde das cool, dass du so offen darüber sprichst. Okay, das heißt, bam, Casting bestanden. Ey, noch nicht, nein. Das war nur die erste Runde. Das war die erste Runde? Das ist dann einfach, da muss man einfach richtig loslegen, ne? Und dann auch so dann dabei im Talk bleiben, so ganz locker, wie jetzt irgendwann von einer Party kommt und dann irgendwie mit mehreren zum Beispiel so einen Dreier schieben würde oder sowas. Sowas sollten wir dann nachspielen. Ja, okay. Okay. War dann glücklicherweise, weil ich ja meinen gerade neu kennengelernten Kumpel, Casting-Kumpel quasi, die mich aufgrund gut fand, wir wurden auch in eine Gruppe eingeteilt. Das hat vielleicht auch nochmal was erleichtert oder so, keine Ahnung, beim ersten Mal irgendwie. Das heißt, du bist mit deinem Kumpel da bei dem Casting voll durchgestartet. Ihr habt das Ding gerockt, wenn man das so sagen kann. Ja. Die Darstellerin war auch zufrieden mit euch. War vor allem die Produzentin. Und die Produzentin. Und ja, wir haben das auch an gebührend gefeiert. Aber also die Euphorie war dann auf jeden Fall da, definitiv. Aber dann hast du ja, das ist wie beim Führerschein, Leroy. Wenn du einen Führerschein hast, so gesehen, sag mal, du kannst lange noch nicht Auto fahren. Und auch so war es da. Was muss man denn können? Also was ist denn so das, was du erlernen musst? Was musst du können als Pornodarsteller? Einfach die Dinge, ob egal welche sind, nicht zu ernst nehmen. Du musst ja immer wieder... du musst ein Stehaufmännchen sein, was das Wort ist. Mhm. Also nicht nur er muss ein Stehaufmännchen sein, du selber so vom Kopf. Alles fängt ja alles mit dem Kopf an, Kopfsache. Am Anfang sind natürlich die allgemeinen Sachen erstmal auch wichtig. Zuverlässigkeit, wenn du irgendwas gesagt hast, also da die ganz normalen Tugenden, die auch so auf einer Arbeit zählen, die sind da auch absolut wichtig, weil sonst kommt man da auch nicht weit. Sonst ist man da nach kurzer Zeit auch. Fängt einfach auch an, man muss natürlich auf seinen Körper achten. Also du musst auch gucken, dass du gut aussiehst bei der ganzen Sache. Bedingt ja. Der Fokus liegt natürlich immer auf dem Mädel und wie im normalen Fernsehen, beim normalen Film auch, es gibt ja alle Arten von Typen und so gibt es auch da alle Arten von, sag ich mal, Stilrichtungen und Genres. Ich mache das beste Beispiel, es gibt ja auch alt versus jung.
Ja, und deswegen gibt es da auch, ich habe auch Kollegen, die sind wirklich weitaus über 50, 60 noch teilweise und haben dann wirklich da absolut diese Kontraste, ne, sage ich mal, bis natürlich muss alles immer, die dürfen dann auch nur, das ist erstmal ganz wichtig, das mir zu holen, auch mal persönlich ganz wichtig, dass das Mädel das aus freien Stücken und gerne macht. Hast du es denn selber schon mal mitbekommen, dass ein Mädchen da am Set einfach keine Lust hatte? Ja. Ich hatte zum Beispiel mal ein Mädel, der, ich hab, wir haben uns vorher über alles unterhalten, alles was, und auch sie so, ja, ich mach das locker, ach Mensch, ich mache sowieso auch Escort und so, also sag ich mal, das ist, oftmals gibt es ja Überschneidungen, ne, sozusagen von Berufsgruppen, ja, und dann, okay, ja gut, und sie wirkte absolut solide, selbstbewusst und ja, yeah, let's rock it, wann können wir endlich anfangen, so nach dem Motto, ne, ja, okay, kein Problem, ja, ich nehme dich dann mit und so, und dann, ich habe ja auch gesagt, das ist ein Dreh, es gibt ja verschiedene Genres, das ist ein Dreh mit mehreren Männern. Ne? Mhm. Und ja, überhaupt kein Problem, ey, alles und total, also so, gut. Und dann bei dem, am Set dann halt, ne, war es so, wir sind angefangen und nach kurzer Zeit habe ich einfach auch von ihr gesehen, jetzt nicht gut. Ich habe sie gefragt, alles ja, alles top, super, super, ne? Klar, kein Problem, ich habe heute ein bisschen wenig geschlafen. Und ich so, bist du sicher? Ja, okay. Ich habe mich dann abgewandt, weil es war eine Szene, da waren noch mehrere Männer und auch Girls. Ne? Ich hatte dann mit einem anderen Girl, ne? Da sehe ich nach 10 Minuten Action oder so, guck mich wieder um, sehe bei ihr und sie war auf einmal richtig still geworden und sehe eine Träne. Nein. Ich sofort, okay, stopp. Ich habe das dann abgebrochen, obwohl man es normalerweise nie macht in der Szene. Das ist ja, wer kennt's ja. Man bricht nie ab, sondern immer erst, wenn der Regisseur oder Kameramann sagt, danke. Ne? Das ist beim Porno genauso. Zu ihr hin, was ist los? Okay, lass uns kurz alleine reden. Ne? Wir kommen gleich wieder. Bin mit ihr rausgegangen. Und ja, das ist doch nicht so, habe ich mir doch anders vorgestellt. Und ein, zwei davon, die wirken da so, und ich mag das einfach nicht. Und so, ich so, okay, alles klar. Ja, aber wir müssen noch weiter. Nein, wir müssen gar keinen weitermachen. Wir, wenn du jetzt sagst, du möchtest nicht weitermachen, hören wir genau jetzt auf. Dann kriegst du doch Ärger vom Produzenten. Ich so, was? Erstens kriege ich von dem Produzenten keinen Ärger. Und zweitens, das lass meine Sorge sein, dass da ich habe dich hier, sag ich mal, mitgebracht. Und deswegen ist das auch liegt für mich einfach nur, dass du dich 100%, dass jeder Teilnehmer hier sich 100%ig wohlfühlt. Und wenn das nicht so ist, stopp, und dann haben wir auch da abgebrochen. Und ja, das war einfach nicht dann ihr Ding. Und natürlich würde ich, also es ist für mich was ganz Selbstverständliches, dass wie wenn einer Schmerzen hat, dass ich unwohl in irgendeiner Art und Weise, hey, stopp, dann wird darüber geredet und wenn, dann wird abgebrochen. Hey, da haben wir eine Faust drauf. Ich finde das sehr, sehr, sehr stark, dass du da deinem Bauchgefühl auch irgendwie nachgegangen bist und ein Auge drauf gehabt hast, weil du warst ja eigentlich, ne, woanders zugange und hast dann trotzdem mal währenddessen rübergespingst und das dann gesehen und dann auch direkt gehandelt. Ja. Weil, ja, durchaus, du hast sie irgendwie mitgebracht. Du kannst auch sagen, ja, meine Sorge oder so vom Produzenten, vor meinem Ruf oder so, die ist mir zu groß. Das ist mir irgendwie gerade wichtiger. Aber dass du halt da diese Verantwortung auch für jemand anderes spürst, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat. Und eine Frau, die ist da vielleicht auch gerade an so einem Set eher in einer schwächeren Position oder fühlt sich zumindest auch ganz neu, mal so. Nicht getraut, was zu sagen oder sowas. Genau, ne? Dann, ne, während dem Geschlechtsverkehr mit Männern, die ihr halt überhaupt nicht zugesagt eben, haben. Eben. Und sie wollte, sie dachte, ne, das hast du ja gerade gesagt, sie dachte, sie muss das irgendwie jetzt durchziehen, weil sie zugesagt hat. Und dann jemanden zu haben, der sagt, du musst gar nichts durchziehen, das ist halt super, super wichtig. Also, dass es allen Spaß machen muss, das denke ich mir auch, das ist halt die einzige Basis. Genau. Und wenn halt Druck dabei ist und du das Gefühl hast, okay, mich ekelt das hier gerade an, so. No way. Nee, dann muss halt auch irgendwo so ein Schlussstrich gezogen werden können. Aber wenn alle damit fein waren, spricht das ja sogar wirklich für euch da vor Ort als Team. Glaubst du, den Frauen bei euch in der Szene geht es gut bei dem, was sie machen? Also hattest du so bei deinen Set-Erfahrungen immer das Gefühl, dass die happy sind damit? Oder kannst du dir vorstellen, dass es in der Szene auch genau solche Situationen gibt, dass Frauen unter Druck stehen und zwangsweise irgendwie vor der Kamera sein müssen? Gibt's. Also diese ganze Szene ist eigentlich nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Bei Produktionen, gerade auch in Osteuropa, wo wirklich viel gedreht wird, auch von Amerikanern und so, und da habe ich das auch schon mitbekommen. Allerdings
ja, am Rande. Also da waren es wirklich, und ich konnte, ich kenne die vorher nicht, ich habe da nur gesehen, oh, oder manche natürlich geben sich da auch Alkohol, Drogen und da gibt es das natürlich auch. Okay, es gibt auch wie überall schwarze Schafe, die da irgendwie Druck ausüben. Also ich wünsche das natürlich jedem Menschen, dass er da glücklich mit ist. Und gerade euer Job ist natürlich so intim wie wenige andere. Also jemanden so nah an sich ranzulassen oder ranlassen zu müssen, damit eine schöne Szene, so ein schöner Pornodreh entsteht, das ist natürlich eine Überwindung, gerade wenn du das Gefühl hast, dass der Gegenüber dir halt nicht zusagt oder ja, sogar eine richtige Ablehnung von deiner Seite da ist. Das hat man ja bei Menschen. Also ja, das kann man ja auch ganz frei sagen. Es gibt Menschen, die findet man selber grundsätzlich sympathisch oder vielleicht sogar attraktiv und dann fällt einem das vielleicht leichter. Mhm. Umgekehrt wirst du vielleicht, keine Ahnung, hattest du auch schon mal die Situation, dass dir eine Darstellerin nicht so zugesagt ja, hat wie eine andere? Auf jeden Fall auch schon, ja klar. Nun ist es aber einfach irgendwo schon die Einteilung, wenn man ins Profigeschäft kommt, da kommst du halt bist du gebucht und dann als Mann hast du zu funktionieren. Das ist einfach so. Das wird von dir erwartet. Auch an den, mit den überaus korrekten Produzenten, mit denen ich zusammenarbeite, trotzdem, die erwarten das von mir einfach. Nicht Bodo, machst du heute anal, sondern Bodo, du machst natürlich anal. So zum Beispiel. Ne? Mhm. Bei einem Mädel ist das ein ganz anderer Ton. Am Anfang würdest du eventuell anal mitmachen. Dafür gibt es die und dieses, wird einfach als Angebot in den Raum gestellt. Natürlich gibt es für solche Praktiken dann mehr Gage auch und so. Ne? Ach krass, okay. Ja, bei denen hängt das dann schon so ein bisschen davon ab, wie weit die ganz gehen klar, wollen. Was sie machen. Mhm. Und dann können sie aber auch selber aussuchen. Die selber aussuchen, immer. Genau, die letztlich entscheiden, tut immer letztlich das Mädel, was sie macht und was sie nicht macht. Und wer verdient mehr? Die Darstellerin oder du? Es gibt einige Mädels, die haben natürlich so gesehen, weil ja was vom Marktwert spricht, einen höheren Marktwert pro Szene. Das Mädel XY, die sagt dann, ja, aber meine Mindestgage pro Szene ist nur mal 700 Euro. Und dann kann sich der Produzent überlegen, ja oder nein. Ne? Das könnte ich jetzt auch sagen. Bei mir wird er eher sagen, ja gut, schön, Bodo, dass die ja bei dir unbedingt bei 700 Euro liegt, aber die zahle ich dir halt nicht. Ne? Sag mal, als Mädel kannst du am Anfang, bam, super Cash machen. Musst aber aufpassen, dass du nicht schnell sozusagen verbrannt bist und dann halt jeder dich in allen möglichen Sachen gesehen hat. In welcher Größenordnung sind wir denn so unterwegs? Ist das, du kannst ja mit einem anderen Beruf zum Beispiel vergleichen. Ist das jetzt so wie ein Bauarbeitergehalt? Ist das vielleicht wie ein Lehrergehalt? Oder sind wir doch eher bei so einem Rechtsanwalt oder einem Arztgehalt? Da würde ich dann definitiv sagen, sind wir beim Rechtsanwalt oder Arzt. Mhm. Definitiv. Da natürlich. Definitiv. Ja, kurz durchrechnen, aber müsste definitiv so sein. Also ich kenne die einzelnen Gehälter oder Summen da, aber vom logischen Verständnis müsste das auf jeden Fall die Höhenordnung sein. Ich muss natürlich sagen, es ist nicht jeder Monat so. So ein Arzt oder ein Rechtsanwalt, gut, die da arbeiten auch, glaube ich, provisionsbringend oder teilweise. Ja, aber viele haben auch einen festen Vertrag. Den hast du in der Form nicht. So. Mhm. Ich hab meine festen Produktionen auch, ein paar Serien. Da weiß ich, wenn der nächste Straßenflirts zum Beispiel kommt, Straßenflirts, der älteste Pickup-Porno der Welt. Die Amis haben es nachgemacht, ja. Den gab es in Deutschland schon seit über 30 Jahren. Schaust du selber Pornos? Ja, klar. Definitiv. Viel? Na, nicht viel. Meistens schaue ich auch, muss ich dazu meiner Schande ja gestehen, selber schaue ich Genres, wo ich selber ja arbeitslos wäre. Das ist ja ganz schlimm, Leroy. Ich würde mich selbst arbeitslos machen. Ah! Nein, ohne Scheiß. Ich schaue eigentlich nur Solo-Pornos. Ich möchte gar keinen anderen Schwanz dabei sehen oder gar keinen anderen Typen. Mal, ich habe das mal gemacht, aber dachte ich mir, oh cool, okay, der hat eine coole Stellung, der hat einen coolen Move da irgendwie oder wie der das gerade macht. Du guckst es dann halt wirklich wenn da jemand männliches ja, dabei ist, guckst du durch deine Brille. Genau. Was würdest du selber sagen, wie viel ist am Ende wirklich echt an so einem Porno? Also wir verkaufen natürlich, gerade im professionellen Porno, eine Illusion und ein Kunstprodukt letztlich. Das fängt schon in der Comedy an. Ist es wirklich so, dass es passiert wäre? Mein bestes Beispiel einfach nur ein Straßenflirts. Da klappt es natürlich dann quasi immer. Und auch über was für haarsträubende, charmanteste oder sonst was lustigste Aktionen das dann letztlich dazu kommt. Es ist auch immer wichtig, dass es dann halt von der Frau letztlich kommt. Wo passiert denn das in der freien Wildbahn? Auch nur ganz selten, dass dann einer mal die Frau rumreißt und anfängt rumzumachen und es dann gar nicht mehr abwarten kann oder sonst was. Also Porno ist da immer natürlich irgendwo auch ein Schauspiel. Andererseits muss ich ja gerade jetzt, auch kann ich nur für mich sprechen,
meine Emotionen und auch damit Explosionen, um es mal so zu nennen. Als Mann musst du eine echte Emotion zeigen. Musst du eine echte Emotion, Erektion oder wie auch immer. Das muss einfach auch wie ich. Da ist es realer wie jeder andere Film. Jeder andere Film. Das heißt, du schmeißt dir nicht irgendwas ein dafür, dass das dann am Ende funktioniert, sondern das musst du. Ich habe es auch schon mal gemacht. 90% muss so klappen. 90% ist es einfach und auch im privaten Bild, das ist sowieso noch nie gemacht, aber auch beim Porno habe ich schon mal so einen, ich sag mal so, einen Kickstarter oder sowas, so eine blaue oder so, habe ich mir dann auch schon mal eine halbe gegeben. Also ich höre schon raus, da ist für dich auch sehr viel Echtes dabei und trotzdem spielt ihr aber grundsätzlich eine große Illusion und das, wie es dann am Ende passiert vor Ort, das darf man nicht auf die Realität übertragen, weil ihr halt wie gesagt Schauspieler seid, die das professionell machen und ja, es selber so, wie du sagst, in der freien Wildbahn nicht erleben. Jetzt sagst du selber schon, das Ganze ist eine Rolle und das Ganze ist gespielt, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass Menschen, gerade jüngere Menschen, das nicht zu unterscheiden wissen. Ne? Da wäre natürlich meine Frage an dich, wenn du sagst, das ist am Ende sind alles dort Profis und das ist halt einfach deren Job. Ab wann sollte man deiner Meinung nach Pornos gucken oder ab wann sollte das freigegeben werden? Puh, das ist eine gute Frage, auch eine schwierige Frage, weil die sexuelle Entwicklung ist ja bei jedem ein bisschen anders, setzt ja früher ein oder später ein. Vielleicht auch sowas wie so ein Pornoführerschein, den man dann auch vielleicht auf Probe bekommt und dann wird geschaut, okay, wie ist mein Konsumverhalten da? Ich finde es immer Bullshit, einfach mit der Gesetzeskeule zu kommen, so bumm, ab dem Alter darfst du und darunter bloß nicht. Natürlich muss es irgendwo Richtwerte geben, weil klar ist ein 13-Jähriger sexuell noch nicht so weit wie ein 19-Jähriger. Von daher ist ja die so eine, ich glaube in Deutschland gilt ja einfach die 18-Jahre-Regel. Ne? Genau, in Deutschland ist es ab 18 Jahren. 18 Jahre, aber dass du jetzt auf einmal mit 18, mit 17 Jahren und 11 Monaten absolut noch alles verboten, mit 18 Jahren und einem Monat, da ist dann aber plötzlich die ganze Welt steht dir offen. Dass ja, du ist halt schwierig, aber irgendwo musst du ja eine gewisse Grenze ziehen für alle. So, deshalb ist ja ne, diese ganze Industrie ist eine Industrie für Erwachsene. Ja. Ne, gerade auch zum Jugendschutz. Genau. Und das finde ich auch richtig. Deshalb ist das Ganze ab 18 geschaltet. So heutzutage, ja. Ich will den Jugendschutz und das, wie es in Deutschland geregelt wird, auch auf gar keinen Fall jetzt untergraben oder sagen, das ist jetzt nicht. Das war vielleicht ein bisschen unglücklich von mir ausgerückt mit diesem Bullshit. Das soll es nicht sein. Es muss irgendwo, genau wie beim Autofahren, genau wie beim Konsum von bestimmten Substanzen, es muss immer da auch irgendwo ein Regelwert natürlich für alle gelten in der Gesellschaft. Bodo, jetzt würde ich dich abschließend gerne noch fragen, was würdest du Menschen da draußen raten, die selber hin und wieder auch mal nur genau solche Filmchen anschauen. Was sind deine Tipps? Tja, hey, ja, Leute. Und zum einen, genau, wenn du dir ab und zu mal auch ein Porno reinziehst, ist es erstmal völlig in Ordnung und völlig okay, finde ich. Ja, das ist auch normal und deswegen bist du auch kein schlechterer Mensch und du musst es auch nicht geheim halten oder sonst was. Nur auf jeden Fall, eins ist definitiv mal Fakt, Porno ist genau wie jeder andere Film ein Kunstprodukt. Ganz wichtig und ganz entscheidend ist das, auch wenn das in einem oder anderen Pornos so rüberkommt, dass Frauen ja natürlich dann in diesem Porno ja, sexualisiert werden. Es aber wichtig ist, dass du das nicht mit in die Realität nimmst. Sexualisiert Frauen nicht. Ja, seht sie wirklich bitte nicht als reine Sexobjekte. Es gibt wunderschöne Frauen auf der Welt. Ja, auf jede Frau hat ihre absoluten Reize und auch die Schönheit. Klar, natürlich. Deswegen aber bitte macht sie nicht, reduziert sie nicht darauf. Einfach auf Augenhöhe ein Gespräch ist völlig in Ordnung, finde ich. Aber wenn ihr Signale bekommt, dass die Frau das nicht möchte, respektiert das auf jeden Fall. Deswegen denkt immer dran, was euch nicht selber passieren sollte. Das bitte macht auch mit niemandem sonst. Ja? Sehr schön. Polo, ey, großes Lob. Das war, glaube ich, das schönste Schlussstatement, was ich mir hätte vorstellen können in diesem Thema. Also ehrlich, großen Respekt, wie offen du heute darüber gesprochen hast. Und ich habe auch echt noch einen Haufen Fragen, die jetzt irgendwie gerade entstanden sind. Treffen wir uns mal auf ein Bierchen. Ja, ey, wieder treffen müssen wir uns auf jeden Fall. Freunde, ich bin auch mal gespannt auf eure Fragen. Ihr könnt die sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Dein Statement unterschreibe ich einfach mal blind, weil das ist mir das Wichtigste. Respekt bei dieser ganzen Nummer. Ja. Freiwilligkeit. Ja.
Gesundheit. Ich bin auch froh, dass ihr auf eure Gesundheit achtet und so. Da sind mir heute schon mal viele Steine vom Herzen gefallen. Aber wirklich, Freunde, was denkt ihr? Wie findet ihr die ganze Nummer? Ihr könnt mir auch gerne selber mal sagen, wie ihr zu dieser ganzen Industrie steht und was euch vielleicht noch interessiert, weil ich habe den Profi hier gerade sitzen und vielleicht treffe ich ihn ja nochmal. Ne? Also schreibt mir alles gerne unten rein und ja, wenn ihr selber diesen Kanal hier noch nicht aktiviert habt, dann holt das ganz schnell nach, aktiviert den Kanal, abonniert die Glocke. Bodo, hier zwischen uns sind jetzt noch zwei weitere Videos eingeblendet. Ein weiteres Video zu genau diesem Thema, was wir heute besprochen haben. Alright. Mhm. Und noch ein anderes Video von mir. Siehst du, ne? Freunde, könnt ihr euch aussuchen und checkt das aus. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Freunde, macht's gut.